Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Wir machen heute Hotdog Wraps für die ganze Familie, sprich 6 Stück. Ganz schnell gemacht, richtig lecker und total simpel. Freut euch drauf. Die Zutaten, die ihr braucht, seht ihr wie immer in der Videobeschreibung. Da unterm Video, wo hier Aufklappen steht, da drunter klickt da mal. Steht alles für euch drin. Ja, was ihr also tatsächlich braucht, sind solche Weizentortillas. Kriegt ihr mittlerweile eigentlich in jedem Supermarkt. Super simpel gemacht, finde ich persönlich immer gut. Und wir werden also jeden Fladen gleich belegen oder gleich behandeln. Etwas Ketchup drauf, etwas Senf drauf, quasi so die klassischen Hotdog-Zutaten. So, das Ganze einmal etwas verteilen. Ich lasse den Rand mal so ein bisschen frei. Dann haben wir einen Käse. Ich persönlich nehme ja eigentlich hier diesen Burgerscheiben von Hochland am liebsten, weil er hat so eine schöne Schärfe. Der schmilzt sehr schön und passt also auch perfekt dafür. Den lege ich hier einfach in die Mitte. Mal so 2 Scheiben. Und dann nehmen wir uns auch schon eine Bockwurst, legen die hier in die Mitte. Der Tortilla-Fladen sollte etwas größer sein als die Wurst. So, das rollen wir jetzt mal schön ein. Zack. So, und jetzt seht ihr hier, habt ihr noch ein bisschen Platz. Drückt da einfach so ein bisschen rein, damit nachher nichts rausläuft. Wenn hier so ein bisschen Ketchup rauskommt, ist das absolut nicht wild. So, dann nehmt euch eine Schale. Boah, die passen absolut perfekt da rein. So, da machen wir jetzt erstmal 6 Stück von. Da haben wir mal jetzt 6 Stück, die perfekt in diese kleine Schale passen. Finde ich persönlich ziemlich gut. So, und hier haben wir jetzt Käse. Hier ist eine Mischung aus Cheddar und Mozzarella. Den geben wir jetzt einfach hier oben drüber. So, und das können wir jetzt in den Grill geben. Ihr könnt es natürlich auch im Backofen machen. Viertelstunde, 200 Grad ungefähr. Und dann machen wir weiter. Bei uns in den Grill, den wir jetzt auch auf ca. 200 Grad vorgeheizt haben. Und da gebe ich jetzt die Schale mal rein. Ich habe jetzt also links und rechts einen Brenner an, in der Mitte nicht. Und jetzt ungefähr eine Viertelstunde und dann geht's weiter. So, wir sind soweit. Also es geht relativ schnell. Der Käse ist schön zerlaufen, fängt an, oben so ein bisschen dunkler zu werden. Und dann können wir auch weitermachen. Und hier haben wir Röstzwiebeln. Da geben wir schön ordentlich was drauf. Und hier haben wir unsere selbst eingelegten Gurken. Die sind auch richtig gut, richtig super Burgergurken. Ich verlinke euch die mal. Dann seht ihr, wie wir die gemacht haben. So. Einfach schön auf jeden Hotdog so ein paar von den Gürkchen drüber. So, ganz zum Schluss geben wir noch was von der Mississippi Comeback Soße drüber. Die passt also perfekt dazu, auch wenn wir letzten Endes schon Ketchup und Senf da drin haben. Aber die Soße, die ist einfach so mega und die passt auch perfekt hier zu Hotdogs. So, und dann sind wir schon fertig. Also total schnell, total easy, sieht super aus. So, dann müssen wir mal probieren. Schneid einfach mal hier durch den Käse und hoffe, dass ich den Wrap heile lasse. So, dann raus damit. Einmal in der Mitte durch. So, so sieht es von innen aus. Also schon so ein bisschen wie ein Hotdog. Und Mahlzeit. Mmh. Richtig gut. So simpel, so schnell gemacht, aber schmeckt mega. Wie ein Hotdog. Und ja, die Tiere stehen hier auch schon Schlange. Ich auch. Du auch. Dann rede ich nicht großartig weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Er kriegt nichts.
Wenn ja, gebt uns einen freundlichen Kommentar, einen Daumen hoch natürlich und den Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und Mahlzeit.